Willkommen an der Hinterachse. Wie gesagt, auf dieser Hinterachse ist immer eine sehr, sehr hohe Kraft, eine sehr, sehr hohe Belastung, weil eben dieses Kontergewicht, was das Gewicht, was der Ausgleich zum Gewicht vorne auf den Gabeln ist, immer auf dieser Achse sitzt. Dementsprechend ist es wichtig, dass du dich regelmäßig darum kümmerst, dass hier das abgeschmiert wird. Wir haben bei den meisten Staplern das gleiche System, und zwar haben wir hier einen Lenkzylinder. Dieser Lenkzylinder steuert diesen Lenkknochen an und über diesen Lenkknochen wird die Lenkbewegung nach hier außen auf die Radaufnahme eben umgeleitet. Jetzt haben wir da hauptsächlich 4 Schmierstellen, die wir brauchen, und um dies auf jeden Fall gilt abzuschmieren. Einmal hier oben in der Radaufnahme, einmal hier unten die Radaufnahme, hier dieser Knochen auf der Seite und der Knochen auf der Seite. Das sind die 4 Stellen, die gibt es auf dieser Seite und auf der anderen Seite. Hier ist oft viel Dreck im Spiel, gerade wenn wir über Stapler sprechen, die im Außenbereich laufen. Dadurch, dass hier eben auch Fett ist, haftet dort der Dreck sehr, sehr gut an dem Fett dran und muss dementsprechend manuell, mechanisch entfernt werden erstmal, bevor wir anfangen können mit Abschmieren. Gerade dieser Teil von unten wird sehr oft vernachlässigt, weil man es nicht im ersten Blick sieht, aber von hier unten ist ein Schmiernippel, da muss man eben dran und musste das Ganze rundherum freikratzen, damit man die Fettpresse vernünftig aufsetzen kann und damit da auch eine gute Schmierung gewährleistet ist. Los geht's! So, der Dreck ist soweit weg, los geht's mit Abschmieren. So, wir sind fertig auf dieser Seite, auf der anderen Seite funktioniert es ganz genauso. Alle 4 sauber machen, dementsprechend reinigen und dann neues Fett einpressen.